Also ich hatte immer wieder so in 3 Monaten Halbjahresrhythmus einen Absturz, sage ich jetzt mal, weil ich dachte, jetzt hast du es im Griff, aber es war eben dann nicht so. Bis vor 10 Jahren habe ich wirklich Befreiung, auch in dem Bereich. Bis Amazing. dann am 29. Mai 1988, das ist jetzt 24 Jahre her, mir jemand erklärt hat, dass man sein Herz auftun soll für Jesus Christus, dass er einziehen kann und dass er Befreiung mitbringt, dass er mich frei macht von Schuld, von Angst vor dem Tod, vor all und vor Drogen. Da war dann klar, nach diesem Gebet, Herr Jesus, komm in mein Herz, gib mir neues Leben, weil ich war sinnlos, ausweglos, ziellos, planlos. Da war klar, jetzt fängt alles an, Oh nicht ja. ein Gefühl, sondern es war tief im tiefsten Inneren meines Wesens, in meinem Herzen, in meinem Geist, war klar, jetzt wird alles neu. Jetzt bist du ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, wie die Bibel sagt. Und das mit dem Alkohol, was wir vorher erwähnt haben, da ist es 14 Jahre länger gegangen, mit Halbjahresrückschlägen, bis Gott mich frei gemacht hat. Ich war mal auf der Drogenszene und habe jemandem von Jesus erzählt und diese Frau sagte mir, weißt du, ich bin traurig, ich bin rückfällig, aber ich war 4 Jahre trocken. Und dann habe ich ihr sagen können, weißt du, ich bin nicht trocken von Heroin, ich bin frei.